Okay. Ich drucke jetzt die Entschlüsselungscode aus. Sie haben es geschafft, Blazkowicz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Klaus ist in London. Er wird dich nach Berlin bringen, wenn du landest. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein. Und wir werden hier sicherlich gleich tierisch Probleme kriegen. Notausgang. So, ich würde sagen, wir verschwinden jetzt hier einfach mal. Muss ich da runter? Ich sollte weiterkämpfen. Aber gegen wen nur? Hier gehören jetzt alle zum Regime. Oder sie tun wenigstens so. Ich vermag es nicht mehr zu unterscheiden. Hab jetzt auch keine Zeit darauf einzugehen, weil ich denke mal, wir haben jetzt hier ein ganz großes Problem. So, hier hoch. Da sieht's so. Wait. Oh. Hallo? Kommst du denn hier? Ja, wer ist denn jetzt? Mensch, ich will hier nicht ein paar Minuten mit dir rumeiern hier. Ja, dann pass mal ganz hier noch auf. So. Irgendwelche Knöpfe drücken hier, oder? Jawohl, aha. Aha. Ja, hab's verstanden. So, gleich aufladen. da unten rennt einer rum. Das, wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Aha. Ich probier mal jetzt was. Alles klar. Ist klar. Auf der. Kommst du jetzt hoch oder was? So, da muss aber noch einer sein. Da hinten. Hoff dich zu bewegen, ich will dich treffen. Ist ja furchtbar. Können ihrem Schicksal sowieso nicht entgehen. So, warum hat er hier nicht fallen lassen? Beziehungsweise warum ist er jetzt schon wieder weg? Ah doch, okay. So, hier mal alles kurz abchecken. Ja, halt die Fresse da. So. Da muss man rein. Hab ich mir fast gedacht. Na denn? Nee. Was? Ja, ich hab's verstanden. Totenkopfsmänner besuchen die Klinik hin und wieder. Sie nehmen Menschen mit, die ich seit Jahren betreue. Ich schaue weg. Ich hasse sie. Ich hasse mich selbst, weil ich aufgebe. Aber ich kann nicht mehr allein kämpfen. Ich beobachte den Mann mit den Narben. Ich flüstere ihm Dinge zu. Manchmal kann ich sehen, dass ein Teil von ihm wach ist. Ob er mich sehen kann. Ich lasse nicht zu, dass sie ihn mitnehmen. Das ist der letzte Eintrag, William. Einige der Dinge in
diesem Tagebuch sind lange her. Und manche könnten mir passiert sein. Ich vermisse dich. Ich habe dich schon vermisst, bevor ich dich überhaupt kannte. Ja, natürlich. So. Ich hab dich schon vermisst, als wir uns noch gar nicht kannten. Was ist denn da drüben? Ja, naja, naja, was soll's, war? Wir müssen ran. Ja, furchtbar. Kommst du denn her? Boah, steht der einfach da vor mir, oder was? Du bittet los! Aha. Ja, danke für die Warnung. So, hauen wir ab hier. Nice. Oh Scheiße, das kann man so sagen. Der ist doch nicht für uns, oder? Der ist für uns. Ja, Feini. Ja, na denn. Let's have some fun oder so. Macht denn der da? Na, dann such mal. Hab keine Energie mehr. Muss ich den großen Knüppel nehmen. Hilft ja alles nicht. Das Problem an der Sache ist, dass ich jetzt kaum Lebensenergie habe. Ja. Wo kommst du denn schon wieder her? Alter Schwede. Ich hab bloß noch 40 und keine Panzerung. Ja? Und die haben hier alle keine Panzerung. Ich meine, er hat okay einen Kopf, aber. Naja. Könnte jetzt echt schwierig werden. Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Gibt's hier noch irgendwie Panzerung? 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 Was steht denn da? Werden Sie Bootsoldat? Hm. Du hast mal Knüppel aufladen. Der andere durfte eigentlich aufgeladen sein. Jupp. So. Okay, dann mal ganz langsam und vorsichtig da hoch. Stellt euch einfach hintereinander, ist am besten. Bin ich sehr dafür. Ich glaube, ich schneide mal hier was auf. Vielleicht ist da was Schickes drinnen. Ja, ich hab's verstanden. Was?
Ja, das hab ich gebraucht. So. Was denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Fall da einfach um. Wo denn? So, der ist down. Einer ist noch. Oder? Oh, den haben wir schön. Den Kopf abgesägt. So, ich freue mich schon auf meine Maschinensoldaten oder was das für Typen sind. Also die ganz großen Teile. Ah, hab ich schon. Zap. Hier sind wir natürlich hergekommen, war, das wissen wir ja. Wir müssen das Ding mal einfach jetzt zurücklatschen. Um hier rauszukommen. Hier ist ja schon alles offen. Also sprich keine Röntgenkontrolle mehr. Aha. Ja, die Pistole werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Limit erreicht. Gut. Ab geht er. Nischt wie raus hier. Hahaha, Kicher. Naja. Noch nicht. Bleib mal stehen. Das ist, glaube ich, ein Dicker. Jetzt nicht mehr. Wo denn? Ach hier. Sag doch einen Ton, Mensch. Oh. Scheiße. Munition alle. Warte mal, hier hab's aber zum Aufladen, oder? War hier nicht irgendwo so ein Ding hier? Irgendwo hier an der Wand? Hallo? Ja. So, jetzt können wir weitermachen. Spielerchen. Bist du schon da? Sag doch einen Ton. Mensch. Du? Mhm. Ja, da brauchen wir aufladen. Könnten wir aufladen? Müssen wir jetzt eigentlich hin? Da runter. Hangarbucht. Wir kommen doch bestimmt nicht so einfach jetzt in den Transporter hier drin, oder nicht? Oder was? Halt. Mach mal auf hier. Ich ahne aber ganz, ganz, ganz böse. Aha. Da haben wir schon den ersten Kollegen. Ja. Ich springe, ich springe. Und muss ganz schnell aufladen. Und ich springe weiter. Müsste vielleicht hier einfach kurz die Treppe hoch, wa? Den ersten hätten wir. Den zweiten. Null. War jetzt doch nicht so schwer. Ich geh mal hier rein. Weil ich muss hier weg. Lass mich raus. Lass mich weg. Hier. Komm ich. Vielleicht muss ich wohl einfach.
Tschüss zu? Everything is gone to shit. Outclassed and outgunned. We can't catch up. People are getting desperate. People are dying. The resistance calls on you. Berlin. Come in, Berlin. What's your status? We're in bad shape, Captain. Completely surrounded. They're gonna find all of us. You know, I've been on the run my whole life. So sick of the silence. This moment, right now, it's gonna be loud. These machines in our possession, we can go anywhere, hit anything, arm ourselves to the hilt. We will rise up and take down Death's head for good.